Bonsoir et bienvenue im aktuellen News-Magazin von Kanal 9. Diese Woche vom Programm der Oscar von den Alpen, ein Bergler-Interview und natürlich unsere Wochenzusammenfassung, das Ganze Version super seriös. Der Primontane, das ist der Oscar von der Schweizer Alpenwirtschaft. Ein Schaufenster für besonders innovative Unternehmen in den Berggebieten. Doch äussert er weiter rein, was bringt einen solchen Preis überhaupt? Das ist unsere Reportage von der Woche zwischen Iserabel, Natters, Erna und Bären. La Cabane Trois-Torrents. Bären, 19. August. Der Bernhard Russi, Präsident der Jury von Primontane, gibt den diesjährigen Gewinner bekannt. Seit der ersten Ausgabe 2011 zieht der Preis von der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete und der Schweizerische Berghilfe pro Jahr im Schnitt zwischen 20 und 50 Projekte an. Zwischen 6 und 9 sind die schlussendlich Nominierte. Im Jahr 2012 haben zwei Walliser Projekte der mit 40'000 Franken dotierte Preis fast gewonnen. Unter anderem die Firma Mecatis von Iserabel. Wir sind zuerst sehr überrascht gewesen. Wir haben nämlich gedacht, dass das mehr für Projekte aus dem Tourismus ist. Dass wir dann unter den Nominierten gewesen sind, das ist doch sehr überrascht und gefreut. Und wenn man nur nominiert ist und nicht gewinnt, klar ist das schade, man will ja immer gewinnen. Doch auch ohne zu gewinnen, hat eine Nomination schon gewisse positive Nebenwirkungen. Suite à la Nomination, durch Nominationen haben wir dann die Verein um Unterstützung angefragt, für eine Maschine zu kaufen. Mit der können wir jetzt gewisse Teile hier bei uns produzieren. Gleiche Geschichte in Erna, nur in einem ganz anderen Mass. Das Musikdorf hat 2013 den Primontane gewonnen. Mehr war nur eine Handrecke. Es hat einiges ausgelöst. Wir konnten mit dem die neue sanitäre Anlage machen. Wir haben zusätzlich noch Geld bekommen. Wir haben dann auch das Büro, das wir dieses Jahr gemacht haben, haben wir wieder von der Schweizer Berghilfe einen sehr grosszügigen Betrag bekommen. Und ich denke, wir haben auch mal das Aha. Also sehr viele Leute haben dann mal realisiert, was da eigentlich im Musikdorf Erna abläuft. Eine Anerkennung und eine finanzielle Unterstützung. Nebst dem Preisgeld von 40'000 Franken hat das Festival in zwei Jahren noch weitere 80'000 Franken von der Schweizerischen Berghilfe bekommen. Der Primontane ist aber nicht nur eine Auszeichnung, er inspiriert sogar. So hat die UNESCO-Welterbe Jungfrau Aletsch seit letztem Jahr seinen eigenen Preis, eine Art kleiner Bruder von Primontane. Der Welterbe-Kristall ist die Goldmedaille an ein beispielhaftes Projekt zur Aufwertung und Erhaltung des UNESCO-Welterbe mit seinen herausragenden Werten. Ein Preis mit 20'000 Franken für eine doch eigentlich recht eingeschränkte Region. Nur das Oberwallis und das Berner Oberland sind betroffen. Ich glaube, mit einer Wälderregion, die 1600 Quadratkilometer umfasst, wo 25 Gemeinden drin sind, habe ich das Gefühl, hat der Wälderbekristall mittel- bis langfristig nicht ein zu unterschätzender Effekt wird er auslösen. Der Kristall auf regionaler, der Primontane auf nationaler Ebene. Nebst diesen zwei Beispielen gibt es in den Berggebieten noch recht wenig Auszeichnungen für innovative Projekte. Eine Seltenheit, die der Moment aber eine gewisse Visibilität garantiert. Thomas Ecker, guten Abend. Guten Abend. Wir sind hier zitto vor dem Grossratsgebäude. Es ist gerade März, ihr habt die GV von der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete. Wir haben einen Beitrag gesehen, finanziell oder auch für die Kommunikation intern, hat der Preis, der Primontane für das Musikdorf Erna viel gebrungen. Aber jetzt mal ehrlich, gegenüber uns an, wer interessiert der Preis überhaupt, ausser die Region, die er verkommt? Nein, für uns geht der Preis schon viel weiter. Das ist für uns ein wichtiges Signal, das wir nach Uessnau aussenden, dass hier im Berggebiet wirklich innovative Leute tätig sind und dass das nicht irgendwie einfach nur ein Abwanderungsgebiet wäre oder und so weiter, sondern dass hier wirklich sehr viele gute Initiativen vorhanden sind, die auch Vorbildcharakter haben. Das ist für uns die Hauptbotschaft. Was hat er so für Echos oder ja, so in einer Stadt zum Beispiel? Die Echos sind eigentlich sehr gut, gerade auf solche Projekte, dass man nachher sagt, oh, das Produkt wollte ich zum Beispiel mal konsumieren, gehe ich mal in die Region. Das sind sehr positive Echos und ist natürlich freuen. Jetzt habt ihr eine Jury für den Preis zu vergeben. Zum vierten Mal hat er es dann vergeben. Zweimal kommt er ins Wallis. Ihr seid Walliser, in der Jury ist Jola Amherd. Das ist jetzt alles nur Zufall.
Das ist tatsächlich nur Zufall. Ich selber bin gar nicht in der Jury. Viola Amherd ist die Einzige, die in der Jury ist. Die Jury ist zusammengesetzt aus Leuten aus den verschiedenen Regionen. Das ist zum Beispiel der Bernhard Russi, Präsident. Also könnte ich mir sagen, dass wir jetzt unbedingt das Urnenprojekt ausgezeichnet werden. Ist aber gar nicht der Fall. Also die Jury ist wirklich neutral zusammengesetzt. Aber sind Walliser die besseren Preisjäger? Nein, das kann man so wirklich nicht sagen. Wir haben ja aus verschiedenen Regionen Preise, nominierte Projekte gehabt. Und da haben wir nachher jetzt einfach ein Projekt ausgezeichnet, wo wir gesehen haben, das bringt wirklich etwas. Mit dem haben wir auch eine Botschaft überbringen. Ihr habt es angesprochen, die Nominationen sind ja jedes Mal 6 bis 9 Projekte Nominierte für den Preis bekommen. Die meisten Nominierten sind, ist der Kanton Graubünden mit 12 Nominationen, hinten dran kommt das Wallis. Was sagt ihr um das? Was kann man aus diesen Zahlen schliessen? Man kann, glaube ich, schon sagen, dass die Bündner ganz allgemein ein bisschen innovativer sind als die Walliser. Das sehen wir in der Landwirtschaft. Wenn man schaut, wie es bei der Biolandwirtschaft aussieht, die Bündner haben etwa 45% Biolandwirtschaft. Im Wallis ist das eine verschwindende Menge. Also ich denke schon, da ist ein ganz anderes Klima vorhanden in diesem Kanton, das viel mehr Innovationen generiert wird. Zum Abschluss noch 2 Fragen, vielleicht zu öffnen. Das ist ein schweizerischer Preis. Wann gibt es einen Prix Montagne International? Ich glaube nicht, dass es der in absehbarer Zeit wird geben, wenn man so sieht, dass es einen Saab gibt und dass es einen Berghilfe gibt. Das ist etwas, was nur in der Schweiz geht. Das gibt es in keinem anderen Alpenland. Und das war die Initiative von unseren 2 Verbänden. Ich denke von daher nicht, dass es in absehbarer Zeit einen ähnlichen Preis im internationalen Kontext wird geben. Und letzte Frage, wie seht ihr, oder wie schätzt ihr es ein, wie sehen die Berggebiete, oder jetzt das Berggebiet, wo jetzt gerade drin sind, in 20 Jahren idealerweise aus? Idealerweise ist das für mich immer noch ein Wirtschaftsraum, wo die Bevölkerung wachsen wird, wo wir wirklich positive Wirtschaftsentwicklungen auslesen können. Ich hoffe und wir probieren es in die Richtung zu schaffen. Thomas Ecker, besten Dank. Und wir kommen jetzt noch zu unserem Wochenrückblick der Revue natürlich mit euch. Guten Abend und herzlich willkommen zum Tagesinfo. Am Mittwoch vor der Woche haben wir über Flott Sommer philosophiert. Der a été pourri. On a eu une série de dépressions. On était vraiment pourri pluvieux. Août est pas formidable. Juillet était catastrophique. Nous, on n'a pas vu ça depuis près de 100 ans. Es war ein verregneter Sommer, wie voll so die Bilanz ausverhält. Mindestens der ausgeglichen war im Ober- und Unterwallis ins Leben. Guten Abend und herzlich willkommen dans ce journal. Am Donnerstag war es mitstrick auf Kanal 9 mit der Präsentation des Eidgenössischen Schützenfest 2015 zu Raro. Feuer frei! Die Gelegenheit für Jean-Michel China, etwas Persönliches loszuwerden. Ich war nicht immer der beste Schütze, nicht immer alles getroffen. Aber darum probieren sie in der Politik besser zu machen. Das Referendumskomitee gegen das Tourismusgesetz kann das bestätigen. Bonsoir à tous, bienvenue zum Tagesinfo. Am Freitag hat es eine Sprachentdeckung gegeben. Wenn die Unterwalliser ohne Probleme indische Namen können betonen können. En Inde, Gopichan und Rakul Prit Singh sind die Stars. Der Produkteur Jai Prakash Rengarayan auch. Das sollte doch auch das Walliser Deutsch nicht mehr ein Problem sein. Medizinische Grundversorgung gesprochen kommt. Bonsoir à tous, très heureux d'être avec vous. Einen schönen guten Abend, ich begrüße euch ganz herzlich. Am Montag hat schlussendlich die Redaktion von Kanal 9 das neue Fernsehstudio einweihen, wie man strahlenden Lächeln bitte schön. Und zu diesem Anlass hat der Finanzminister sogar scheiss Wirtschaftsdeutsch entstellt. Könnten wir auch weniger Ausgaben machen? Adi miteinander. Das war alles für diese Woche. Besten Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mittwoch. Habt auch und auch um Französisch Sorge. Bonsoir.